Platz 25 sind die alle noch weiter unter einer Sekunde. Das ist zwei Aufwand. Das ist gar nichts. Und von daher glaube ich, dass wir noch, ja, wir haben zwar schon den Trend oder den ersten Reihen, die wissen ja wirklich, was zu tun. Aber auch die Krönung kann mal Ausrutscher passieren. Und dann haben wir es dann gleich. Dann mischen wir nochmal durch. Tja, liebe Zuschauer, wie gesagt, lassen Sie es sich gut gehen. Ich melde mich gleich von hier wieder. Bis zum Start des dritten Wertungslaufs. 9 Minuten. Und die Fahrer haben schon ganz langsam in der Startaufstellung, in der Voraufstellung. Wahrscheinlich die Zeitnahme ist auch in der Aufstellung. Von daher. Ihr könntet schon eher. Ja, ja, jetzt gibt's was. Das kennt ihr ja schon. Thorsten mit Junior. Wie war's? War eine schöne Ausfahrt. Relativ schnell den Berg hochgekommen, hat Spaß gemacht. Es sah so aus, aber du hattest am Schluss. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört.
Freitag um Punkt 14 Uhr mit dem dritten Wertungslauf weitermachen. Das laufen wir uns auch durch. Ich sehe, genau, das sind fast alle wieder gezielt. Schönes Bild, wie immer, wenn sie dann alle rum aus dem Land zurückkommen auf den Wald. Ich hätte da auch mal einen sportlichen Gruß in den Gerda. Schön, dass alle da sind. Da oben hat man natürlich eine tolle Aussicht. Ich denke, heute werden alle zusammen noch zwei ganz schöne Wertungslaufe hier gleich sehen. Und wie gesagt, pünktlich 14 Uhr geht's los bis dahin. Ja, gucken Sie mal über die Kulissen. Da ist ja ein Fahrerlager. Sprechen Sie mit den Fahrern. Fassen Sie. Fragen Sie mal nach einem schönen Bild, nach einer Autogrammkarte und so weiter. Ich sage immer ganz, wer vorne liegt, das ist jetzt keine Überraschung. Jürgen Kröller. 500. Abweichung nach insgesamt zwei Läufen. Auf Platz. Ich denke, das ist ganz schwer zu schaffen. Der Lampas ist bei 8 Zehntel genau wie 3 seiner Kollegen.